Ja, hi, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ich bin zurück mit dem 18. Part des Let's Plays Breath of Fire 2. Ja, im letzten Part haben wir nicht so viel gemacht, so ein bisschen was erkundet. Und ja, dieses Mal werden wir uns auf die Suche nach dem Opa Rupa machen. So, ich habe auch im letzten Part, beziehungsweise nicht im letzten Part, ich habe offscreen gelevelt und auch die Partie so ein bisschen, mein Team neu aufgestellt. So, jetzt rufe ich hier erstmal den Wal. Genau, nehme ich mal mit. Und jetzt werden wir mal schauen, wo wir hingehen. Und zwar müssen wir jetzt einmal nach Norden. Oder was ganz Bestimmtes machen wollen. Müssen. Beziehungsweise, ja, gut. Müssen ist wieder, ist so übertrieben. Ja. Wir haben jetzt drei verschiedene Wege, die nächste Quest zu lösen. Aber ich werde mich für einen einzigen entscheiden. So, dann gehen wir doch einfach mal. Warte mal, bin ich hier jetzt richtig bei Kapitän? Ja, hier, ich bin in der Nähe von Kapitän. Da müssen wir auch hin. Ach, das wollte ich jetzt aber nicht hier wieder. Random Encounter, das ist doof, wie man hier sehen kann. Hat Ryu endlich mal ein passables Main Character Level. So, und ja gut. Rand ist noch auf Level 16. Ist halt so. Aber er kann gut austeilen, wie man hier sieht. So, die Viecher, die machen wir mittlerweile problemlos platt. Leider bekommen wir auch dementsprechend wenig EP. Also XP. Ach, Mann. Okay, hier haben wir wieder ganz, ganz leichtes Spiel. Werden die Goblins hier wieder niedergeknüppelt. Wir wollen jetzt nämlich in dieses eine Haus. Och, Stan, was ist denn mit dir los? Schwächelst du? Da hätte ich mir vielleicht noch bei... guck mal, selbst Rand hat mit drei Level, die zurückliegen. Mehr Power als du. So, hier müssen wir hin. Ach nee, Quatsch. Hier ist ja was zu, ne? Ich muss ja erstmal ins Inventar und dann muss ich die Zeit vorspulen. Damit wieder Tag wird. So, und dann kommen wir dann erst in das Haus rein, weil nachts ist das ja abgeschlossen. So. Ja. Okay. Versuchen wir einfach mal mit diesem Team hier. Wenn nicht, dann ist das eben so. Und hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Genau, und das lesen wir jetzt mal. Es handelt sich hier um ein Tagebuch. Tagebuch der Monsterjäger. Mhm. Okay. Mädchenstimme. Hat auch immer mit einer Mädchenstimme zu tun. Und er gibt uns hier den Tipp. Haltet eure Ohren mit euren Händen zu. So, jetzt habe ich Help BL. Ja, perfekt. So, dann machen wir direkt mal ein Safe State. Und dann gehen wir mal nach vorne. In das Waldstückchen hier rein. So, und dann laufen wir doch einfach mal. Und hier kommt eine Gesangsstimme. Nicht gut. Okay. So, dann gehen wir weiter nach oben. Und da haben wir ein Mädel mit grünen Haaren. Und ja, wir sind dorthin gekommen, um das Mädel singen zu hören. Nicht. So, dann haben wir ein Mädel als Endboss. Okay, sie verschwindet im Boden. Okay, gut. Naja. What the fuck, was ist das denn? Eine hässliche Monster-Avocado oder was? Ja. Und holt dann zwei andere Mädels hervor. So, wir gehen jetzt hin und nehmen erstmal eine Drachenform ein. Was nehmen wir denn? Wir nehmen Thunder Dragon. So, dann gehen wir hin. Donner. Cat haut auf die dicke Avocado. Und wir machen hier erstmal jede Menge Magie. Und die Besonderheit dieser beiden Mädels neben der Avocado. Ja, eine heilt, andere nutzt Angriffsmagie.
Aber unsere Truppe, die, meine Truppe, die ist da relativ stabil. Aber trotzdem sollte man die Heilung nicht außer Acht lassen. So. Jetzt holen wir hier so einen Flammenangriff hervor. Naja. Autsch. So, und Rio macht hier den Donnerdrachen. Donner gegen die Avocado. Mal gucken, wie viel Schaden das hier macht. Ja. Okay, die beiden Mädels sind weg. Und mit dem Donnerangriff runden wir das Ganze ab. Das Problem ist, sobald die Mädels weg sind, kommen die, ja, kommen die Mädels nach und nach zurück halt, ne? Okay. Nehmen wir ein Hell-BL. Oder auch noch nicht. Halt. So machen wir das. Okay, sie kamen zwar gerade jetzt zurück und halt sich selber. Warum halt sie nicht die Avocado? Keine Ahnung. Soll mir auch egal sein. So. Flammenangriff. Also wir haben gerade schon sehr gut Leben abgezogen zur Avocado. Oi. Kollege. Hier, frisst das. Vielleicht machen wir mal eine Heilrunde. Ah, hat nicht so viel also nicht so viel Schaden gemacht. Okay, Stan. Und Stan macht Help BL bei Cat. Da wenigstens mal zwei Charaktere haben, die angreifen. Ach, super. Bin gleich wieder da. So, wir sind gerade ein wenig unterbrochen worden durch das Telefon. Und jetzt geht's auch dann wieder entsprechend weiter. So, jetzt habe ich den Zug gerade nicht ganz mitbekommen. Ja, wir machen dann lieber so. Wir geben dem Rio sowas hier. Wir hauen mit Ketsu. Ja, und wir geben ja zwei Wise Fruits an Rio. Damit wir seine AP wieder regenerieren. Und später kriegt er nochmal so ein bisschen HP-Heilung. Weil jede W-Fruit, Wisdom Fruit, ja so ein bisschen, ja, 20 HP zehrt. Und da kommt die nächste schon wieder aus dem Boden heraus. Schön. Alles klar. So, dann haben wir gleich wieder Drachenzeit. Nehmen wir wieder den Donnerdrachen oder nehmen wir den Feuerdrachen? Wir nehmen diesmal den Feuerdrachen. So, was anderes hier. Jetzt nehmen wir Help BL für Rio. Cat haut zu und ein anderer Help BL für Rand. Okay, jetzt halt sie, Suki, Daniel und Suki. Naja. Ja, so lohnt sich die Heilung wenigstens gleich. Eieieiei. Ja, erstmal draufkloppen hier. Blöde Sau. So, rennt sie da voll. Und jetzt verbrennen wir hier mal so ein bisschen die Avocado hier. Jetzt habe ich echt an Avocado oder an so eine schwarze Kartoffel. Aber Avocado ist schon geil. Und wir haben alle platt gemacht. Wow, 8074 EP. Und jeder, nee, zwei haben Level abbekommen. So. Oljornan. Okay, was ist das denn für ein Name? Oh, ärger mich nicht. Tja, jetzt habe ich dich fertig geärgert. So, jetzt pflücken wir hier diese komischen Oldfruit-Dinger. Oldfruit, okay. Ja, aus den Birnen oder was? Naja. So, auf jeden Fall müssen wir gleich leider etwas wegschneiden. Beziehungsweise, wenn ihr das jetzt seht, haben wir weggeschnitten, also habe ich weggeschnitten. So, und da können wir das Waldstückchen verlassen. Und ich glaube, wir nehmen jetzt immer so ein bisschen Heilung. Ah, sollte ich tun. Ah, komm. Scheiß drauf. Jetzt können wir nämlich das Waldstückchen verlassen. Und jetzt müssen wir dorthin, wo der Opa Rupa haust. Mit der Umpa Lumpa, ey.
Ich möchte gerne den Oompa Loompa sehen. Da muss ich an das eine Oompa Loompa Lied denken. So, gehen wir hier hin. Und hier haben wir jetzt auch nichts mehr verloren in das Häuschen. Okay, hier können wir. Ja, ist kalt. Schön. Ja. Dann haben wir hier das auch erledigt soweit. Und verlassen wir hier die Hütte. So. Und dann müssen wir gucken, wo ist denn jetzt hier das Strandstückchen? Ah, da unten ist es. Ach man, das ist doch nicht wahr. So, es ist halt kaputt gekloppt. Aber jetzt ist Cat auf demselben Level wie Rio. Und Stan hat auch endlich mal Level 20 gemacht. Aber gab gut EP, das fand ich gut. So, und jetzt müssen wir uns Richtung Hometown begeben. So, gucken wir doch mal. Ja, ist nicht so weit. Müssen wir ein ganzes Stück nach unten und dann gleich nach rechts. Da müssen wir uns das hier, merken wir uns zu später, Türmchen da. So, dann fahren wir nach, ja, wir schwimmen nach rechts, wir fahren. Wir fahren mit dem Wal nach rechts. Dann gucken wir, ob wir am richtigen Weg sind. Ja, scheint so. Okay, hier ist auch eine ganz komische Insel. In Form eines Baumes. Ich weiß es nicht. So, ja. Und da müssen wir hier rein. Genau, hier müssen wir in die Höhle. Und in dieser Höhle wohnt dann der Opa Rupa. Habe ich jetzt überhaupt wieder alle AP? Nö, natürlich nicht. Okay, gut. Und da wir jetzt die Kiem haben von dem, ja, aus Simafort. Oh, eine Harpie. Ja, hier machen wir einfach so. Harpien zerkloppen. Wir haben hier eine Lead of Attack, das heißt, wir sind alle zuerst dran. Und, wie man sieht, alles gut. Ist jetzt nicht so stark. Ja, wir haben noch die Kiem aus Simafort. Und, ja, wir gucken mal, wenn wir mal weiterkommen würden. Naja. Okay, hier haben wir wieder ein weiteres Getier. Das sind weitere Getiere. Oh. Stan braucht gleich auch mal eine AP, also eine Wisdom Fruit. Aroban heißt das Vieh, okay. Ja, bringt aber auch nicht so viel. Macht aber auch nicht viel Damage. Counter-Attack, schön, endlich mal was Brauchbares hier. Und er ist weg. Tja, er wollte jetzt heilen. Er wollte jetzt den, das Vieh heilen, aber ist ja tot. Und ich denke mal, die beiden Fischis, die sind gegen Donner empfindlich. Okay. Ja, machen Counter-Attacks. Wie passend, dass Rand hier Donner-Attacken macht. Ja, gut. Jetzt machen wir Auto-Battle. Die stecken aber gut weit weg und heilen sich. Zum Glück nur mit 40 HP. Ich glaube, die ziehen wir den auch wieder ab. Jo. Passt. Das ist gut. Das sind gute EP. So, jetzt gehen wir mal gucken. Kommen wir da hoch? Wir kommen da hoch. Das ist schön. Das ist wunderbar. Und das ist aber nicht wunderbar, was jetzt hier gerade ist. Hoch. Naja. Oh, da ist was platt. Boah, eins ist weg. Komm, du kannst gerne eine Counter-Attack machen. Schade. Ah, dürfte sich da hier erledigt haben. Wenn's da kloppt, denn ja. Okay. Na gut, dann geht's jetzt auch erstmal weiter. Ich erkunde jetzt einfach mal die ganze Höhle. Soweit. Och Mann, ich möchte doch nur die Kiste haben. Mensch. Na. Counter-Attack, schön. Sehr gut. Und er wollte wahrscheinlich wieder das fliegende Vieh heilen. Hat nichts gebracht, Fischi.
Stinger. Stinger, wie die Stinger-Raketen, ey. Sehr gut. Okay, ja. Mehr ist halt eigentlich hier drin nicht. Und ich habe ja Gold gefunden. Jetzt gehe ich mal in die rechte Tür. Ich möchte einfach nur weiterkommen. Ja. Normalerweise müsste ich die Fische zuerst platt machen, weil die können ja heilen. Aber wer weiß, ob das andere Vieh nicht irgendwas anderes kann. Counter! Counter! Komm! Jawollo! Nochmal, Counter! Okay, Rio sollte gleich auf jeden Fall mal geheilt werden. Machen wir aber gleich. Jo. Nach dem Kampf heilen wir Rio. So. Na guck mal, Rand Level 17, da ist doch mal gut. Hat wenigstens ein kleines bisschen Training mit im Part eingebaut. So, dann gehen wir nach rechts. Nein, nicht nach oben, nach rechts, Mensch. Mann. Dann machen wir erstmal die Fische platt. Okay, das war gut. Geht sogar schneller. Schön, schön. Aber nicht alles machen, um einen unbekannten Pflanzenmenschen zu retten. Ist ja halt immer noch die Mission, dass wir den Opa-Opa finden, um den Pflanzenmenschen zu retten. Und dann gucken wir doch einfach mal. So, dann gehen wir hier hoch. Was haben wir denn jetzt hier? Haben wir vielleicht eine Kiste? Oder was wird das hier? Ein Kampf wird das. Klasse. So, hier haben wir eine Lead of Attack. Das heißt, wir sind wieder zuerst dran. Hey, 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 Kollege. Immer mit Ruhe. Stinger. Boah, mit einem Schlag fast platt. Sehr gut. Ja, komm. Und den Rest per Autobattle gleich. Nee, brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. So. Ein bisschen Knete gefarmt. Dann gehen wir hier unten hin und finden eine Kiste. Ocean RB, Ocean Rope. Okay, ist nicht für die vier gedacht. Das ist wahrscheinlich irgendwas für Nina oder so. Ach, das ist perfekt. Da bin ich auch glatt unterfordert. So, dann gehen wir direkt nach oben, ne? Glaube ich. Gehen wir direkt nach oben? Gehen wir direkt nach oben, ne? Jawohl. Ja. Aber warte mal, ich möchte vorher noch mal mit Rand so ein bisschen. Ich möchte gerne Rand eine Wisdom Fruit geben. Ihm auch. Eieieiei. Muss ich auf jeden Fall später mal wieder einkaufen. Und dann reden wir mal mit den Fischmenschen hier. Okay, die Opa-Rupas, die sind so ängstlich, dass man die nicht fangen kann. Okay, ja, für 200 erklärt er uns, wie man Opa-Rupa fängt. Okay, also nicht sofort fangen, sondern erstmal das Futter essen lassen und dann erst losschlagen. Kriegen wir irgendwie hin, denke ich.
Ja, gut. Du darfst auch gerne mal eine Counter-Attack machen, mein Lieber. Du musst sie nicht ständig hauen lassen. Naja, du wenigstens kaputt gehauen, gut. Ach, Ren, deine Faustattacke ist super. Der hat richtig Krawum dahinter. Ja, gut. Auch gute Münzen. So, dann spreche ich mal mit ihm hier. Nee. Also, das sind dann, glaube ich, hier die Old Fruits, die man kaufen kann. Aber, die habe ich ja gerade bekommen, ne? Hier, Old Fruit, Upa Rupas Feed. Da hätte ich sogar noch 1000 Seni für weggeworfen. Ist nicht gut. So, dann müssen wir mal gucken. Und jetzt, wenn ihr genau hinguckt, gleich, jetzt hier diese komischen Augen aus den Löchern. Ich meine, hier das Loch müssen wir nehmen. Und da legen wir eine Old Fruit hin. Und dann gehen wir mal kurz zur Seite. Dann warten wir. Nein, scheiße. Ja, komm, machen wir. Machen wir nochmal. Sobald der rauskommt. Nein, scheiße. Und da haben wir den Opa Lopa. Sieht aber irgendwie niedlich aus. Voll süß. So süß, dass wir ihn jetzt auf jeden Fall rösten werden mit Donner. Okay, mal gucken. Ja, hat jetzt nicht so eine große... Aber er hat eine starke Counter-Attack, deswegen solltet ihr diese Opa-Opas nur mit Magie angreifen, wenn es möglich ist. Weil Magie kann er nicht countern. Und dann gehen wir jetzt weiter, machen den Donnerdrachen und damit dürfen wir eigentlich den Opa Rupa gekillt haben. Ja. Boah, cool. Coole Erfahrung, gute Münzen. Schön. Und? Okay. Ja, komm. Ich lasse den frei. Der möchte mit mir reden. Und der freut sich, wie süß. Opa. Wie so ein Pokémon. Und ich habe hier Buster SD, Buster Sword, kann das? Rüst dich mal direkt aus. Also Buster Sword, das ist eher was, ja, super. Etwas, was ich, was Rio bekommen kann. So, aber was habe ich jetzt davon gehabt? Nix. Na? So, dann gehe ich mal nochmal raus und wieder rein. Meine Güte, alles für die Upa-Rupa-Jagd. Okay, so, dann gehen wir nochmal hier hin. Dann gibt es nämlich einen kleinen Trick, glaube ich. Und die Kiste ist wieder voll. So, was haben wir denn diesmal in der Kiste? Charm Shield. Oh, cool. Halt, Iron Shield. Ja, alles gut. Erhöht das Ganze zwar nur um einen Punkt, aber egal. So, Problem ist, hier gibt es jetzt keine Opa Rupas mehr. Wie ich das so sehe. Ja, und das ist dann eine Möglichkeit, wir hätten ihn auch einfach fangen können. Wäre einer der Möglichkeiten gewesen, weil, ja, erzähle ich euch gleich, wenn ich dann da bin. Jetzt müssen wir wieder zurück zu dem Zirkuszelt in Tunlan. Und dann, ja, zeige ich euch dann, was dann Phase ist. Ah, guck mal, hier haben wir dann wieder Lead-Off-Attack. Schön. Na, er ist ein bisschen schwach auf dem Brust. Ich glaube, den muss ich als nächstes mal so ein bisschen ausrüsten. Den nicht, aber... Aber Sen auf jeden Fall bei Zeiten. Mhm. Sehr gut.
Wer bekommt denn ein Level Up? Rio. Level Up 22. Schön. Klasse. So lobe ich mir das. Ich meine, so eine kleine Levelphase habe ich ja offscreen gemacht jetzt. Letzte Nacht. Also gestern Abend noch. Aber so ein bisschen onscreen geht ja auch, ne? Ach, guck mal, hier kann man wieder, kurz einen Prozess machen. Aua. Nicht heilen, Kollege. Das gibt es bei mir nicht. So. Passt. Und dann gehen wir weiter. Und dann erstmal raus. Dann gehen wir mal in die linke Tür rein. Also links rein. Da war ja auch noch was, denke ich, was wir vielleicht nicht unbedingt verpassen wollen. Au, diesmal haben wir hier zwei Kugelfische in Begleitung einer Harpie. Okay. Und tschüss. Da gehen wir auf die Sirene. Auf die Harpie. Warum auch immer die Sirene heißt. Aber egal, sie ist platt. Was denn, sollten wir gleich mal heilen? Okay, halt sich jetzt voll. Sehr schön. Boah, also hier könnte ich auch gut mit den anderen noch trainieren, habe ich das Gefühl. So, jetzt kriegt es denn erstmal ein Help BL. Okay, dann geht's weiter. Die Kiste hatten wir. Warum, einen Kampf hatten wir auch schon so oft? Hm. Okay, machen wir das so. Boah, Alter. Die hauen aber richtig rein, die Fischis. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen mehr Geld. So, dann gehen wir doch einfach mal. Ja, wir können hier hoch und wir können links. Also wir können unten, unter Wasser haben wir eine Tür. Und wir haben über Wasser eine Tür, so wie ich da gerade gesehen habe. Tornado. Wer kriegt der Tornado ab? Rio. Auch schon lange nicht mehr gesehen, den Tornado-Zauber. Aber das war's mit der Harpie. Und tschüssi. So. Ne, wir gehen jetzt erstmal hier oben rein in die Tür. Och, lasst uns doch einmal in Ruhe, ihr blöden Monster. So. Als halte sich den größten Teil wieder hoch. Ja, klar. Verzweiflung des Fisches. Ciao. Okay, so, mal gucken, was wir jetzt hier in der Tür haben. Na, guck mal, wie ich das gesagt habe, zwei Türen. Eine Kiste. Quarters. Okay, das könnte, Steph könnte, was für, ah, guck mal, für Cat. Muss ich auf jeden Fall welche nachkaufen. Ich bin da, ich prasse ja sehr rum mit den Items, habe ich das Gefühl. Und jetzt gehe ich da oben rein. Und danach verlasse ich die Höhle. Ei, sehr gut. Und? Da sehe ich jetzt nicht so wirklich einen Unterschied. Ach du Heimatland. Sei nicht so aggressiv, Fisch. Und er heilt den, er will den Fisch heilen, der sowieso schon voll Energie hat. Ach, und als Dank halte ich ihn zurück. Schön. So sieht Fischliebe aus. Ach du Scheiße. Ja gut, sie sollte sich gleich unbedingt mal heilen, aber sie macht eine Counter-Attack. Schön. Ach du Scheiße. Nee, da muss gleich auf jeden Fall erstmal sie wieder erweckt werden. Und das macht's denn. So, live. Okay, so machen wir das. Perfekt. Sehr gut, dass Stan immer so quasi zuerst dran ist. Schön.
Und weiter im Text. Rand ist auch irgendwie zu lieb für diese Welt, weil er keinen Counter macht. Habe ich das Gefühl. So, da ist er wieder platt. Den Rest machen wir mit Auto. Auto-Battle. Sehr gut. Hat ein bisschen gedauert, aber ging. Und Cat ist Level 22 geworden. Schön. Mal gucken, wie viel... Ach, ich wollte jetzt gerade im Inventar gucken. Ach, schon wieder die gleiche Konstellation. Immer diese Lead of Attack. Ich meine, da freue ich mich ja drüber. Ach du Scheiße. Jetzt sind die Fischis aber ganz schön aggressiv, habe ich das Gefühl. Aber ein Fischi ist tot. Batsch. Okay, gucken wir das mal so. Ein bisschen übertrieben für so ein bisschen HP-Verlust. Ah. Genau, heil mal deinen Pater, der sowieso schon voll Energie hat. Okay. Sehr gut. Bumm. Boah, fast geplättet, ey. Also man kann sagen, was man will, ne? Aber der hat auf jeden Fall eine gute Angriffspower. Ich meine, der ist auch ein Schrank, ne? Also, da kommt er nicht von ungefähr, denke ich. So, jetzt möchte ich gucken. So. Ja. Rand braucht nicht mehr viel. Rand braucht nicht mehr viel. Also, Rand ist als nächster dran mit Level Up. Gut. So, danach können wir hoffentlich hier raus. Okay, ja, super. Klasse. Und stattdessen bekomme ich einen Kampf. Hätte ich mir auch sparen können, aber jetzt weiß ich wenigstens, ich kann raus. Ich kann raus hier. Schön. Ciao, ciao. Aua, ich habe geknackt. Schulter geknackt. Da ich mich im knackigen Alter befinde, ist das glaube ich auch normal. So. Ja, wieder dasselbe Spielchen. Aua. Wieder mein Kung-Fu-Äffchen wieder am Start. Sein kläglicher Versuch, sich zu retten. Welcher jetzt fehlschlagen wird, weil er stirbt. Ciao. Okay, so. Ah, wo gehen wir jetzt drauf? Jetzt gehen wir hier zurück. Meine Güte. Ah, jetzt reden wir endlich mal. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Counter-Attack. Au, 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 au. Also, Cat braucht Heilung. Hat sie ja selber geheilt? Nee. Ciao, ciao. Okay. Weil sonst wird kein Platt gemacht. Das wollen wir nicht. Jawohl. Und das Counter jetzt bitte auch. Ne, schade. Sehr schön. Auch sehr schön. Hätte sich erledigt soweit. Jo, Rand hat Level 18 erreicht. Und glaube ich, Stan ist als nächstes dran mit Level Up. Ne, ist ja logisch. Weil Cat und Ryu hatten ja schon. So, diesmal gibt es keine
Viecher, also keine Fishes, die übertrieben Counterattacks an mich zurückgeben. Okay, ist dann halt so ein Doppelangriff, ne? Der macht jetzt auch nicht wirklich viel Sinn. Der macht auch kaum Schaden, das ist ja auch das Lustige. Aber trotzdem wird er durchgeführt. Perfekt. So, Nummer 1 Blatt. Ja, er ist ein bisschen kräftiger. Das ist sehr gut. Mhm. Das war das Handy, hat vibriert. Aber nichts Wichtiges. So. Ich möchte mich jetzt nicht nochmal durch das Telefon unterbrechen lassen. So, dann geht es jetzt erstmal raus aus der Hütte hier, aus der Höhle meine ich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Tunlan. Tunlan haben wir ziemlich weit links, würde ich sagen. Aber wir sollten auf jeden Fall vorher nochmal pennen gehen in Tunlan. So. Zwischendurch mal switchen auf Select, ist ganz wichtig. Könnt ihr ungefähr gucken, wo ihr euch befindet. Ja, ich glaube, das ist hier ganz richtig, wo ich hingehe. Hoffe ich doch. Ja, es ist richtig. So, dann gehen wir hier in Tunlan pennen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier auf jeden Fall Leute mitnehmen, die magische Angriffe machen können. Aber wie gesagt, vorher pennen gehen, ganz wichtig. In Tunlan gehen wir jetzt schlafen. Macht gar keinen Sinn, was ich hier singe, aber egal. Also bei mir ist kein Sänger verloren gegangen, definitiv nicht. So. Dann gehen wir in der Nacht schlafen. Aber an mir ist, glaube ich, ein guter Erzähler verloren gegangen. Höre ich ihn nur wieder mal. Ich habe eine sehr angenehme Erzählerstimme. So, dann gehen wir noch ein paar Help-BL kaufen. Und ein paar Wisdom Fruits. Vor dem nächsten Abenteuer. Okay, erstmal holen. Erstmal ein bisschen. Ein bisschen Geld übrig lassen. Und unten rechts in Tunlan gibt es dann eine Statue. Genau. Und mit der Statue wechseln wir an unsere Partymitglieder. Rent können wir diesmal nicht so gebrauchen, denke ich. Ist denn auch nicht. Also wir nehmen mit Cat auf jeden Fall. Nehmen wir Nina, nehmen wir mit. Nehmen wir mit Bo. Oder? Ja. Oder? Nee, nicht ganz. Also Cat. Wir brauchen auf jeden Fall Power. Ah komm, nehmen wir doch Rand lieber mit. Und Nina. So. Und gehen in die defensive Haltung. So, und jetzt gehen wir zum Zirkuszelt. Haben wir natürlich erstmal gespeichert. So, dann gehen wir hinten zum... Huch! Ach stimmt, ich muss ja bezahlen. Uiuiui. Wie beinahe reingegangen, ohne zu bezahlen. Jaha. Ich dachte, ich muss nur einmal bezahlen. Gut, gut. So, das heißt, wir gehen jetzt... So, meine AP aufgefüllt alle. Ja. Alles tutti, frutti. Wieder zu dem Zirkusdirektor. Bitte vorbei, bitte lass mich vorbei. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt im Zickzack gelatscht bin. Okay, so, dann reden wir mit ihm. Und da können wir, ja, wir können uns natürlich hier aussuchen, Geld, Upa Rupa, oder sagen, nö, wir geben dir nichts. Oder und dadurch, dass wir uns jetzt weigern, irgendwas rauszugeben, verwandelt sich der Zirkusdirektor mal eben in den nächsten Endboss. So. Und wir werden jetzt mit Feuermagie angreifen. Ja, ich glaube ja. Oder? Oder Thunder? Nochmal Chop Chop.
Nina habe ich mitgenommen wegen Chop Chop. Okay, 43. I'm gonna slap you. Ach du Scheiße. Komm, mach wenigstens. Jawohl. Richtig so. Zurückschlagen, ganz wichtig. Das konnte er nicht, ne? Jo, das ist gut. So, mal gucken, wie viel Fire Dragon abzieht. MC Tusk heißt der Gegner. Und der Fire Dragon macht gut Aua, ja. Passt auf jeden Fall. Ja. Wisdom Fruit. Ich glaube nochmal eine Wisdom Fruit. Dann kriegt Rio ein Help BL und Nina macht. Was macht Nina denn? Nina macht Job Job. So können wir das eigentlich hochhalten. Den gesamten Kampf. Und wen möchte er jetzt? Ach, schade. Für ihn schade natürlich. Schön. Perfekt. Gleich kommt dann wieder einmal Feuerdrache. Und als nächstes wird Cat geheilt. Definitiv. Ja. Ach, da haben wir Feuerdrache. So. Zack. Cat heilt sich. Nee, nicht live. PL. Help PL. Genau so machen wir das. Und dann gucken wir mal. I'm gonna slap you wieder mal. Das könnt ihr bitte countern. Jawohl. In so ein Vieh verdient. Schön, schön. Und jetzt kommt die nächste Runde Feuerdrache. Alles klärchen. Oh, dieser Drachenschrei, dieses Gebrüll, total geil. Naja, also hätte er auch, hätte er lieber hauen können. Denke ich. So machen wir das. Wie hoch ich jetzt Help BL? Aber der macht doch nichts anderes. Der komische Mammut. Ja. Und wir haben gewonnen. Schön. Mit voller Energie. Mit 10k EP. Ist gut. Leider kein Level abbekommen. Und? Hast du genug, Zirkusdirektor? Auch er möchte nicht sterben und wir lachen ihn besser nicht aus. Ha, ha, ha. So. Genau. Das ist eine sehr gute Einwand, den du auffährst. Oh, jetzt gucken wir mal. Was sucht Rio? Der sucht bestimmt den Schlüssel oder so. Okay. Spa. Wie kriegen wir die Tür auf? Die Exit ist hier. Nee, ne? Ernsthaft? Genau, da habe ich auch gedacht. Also der hätte jetzt problemlos aus dem Käfig da rauskommen können. Und dann lässt er uns dagegen das Mammutvieh kämpfen, statt der sich den Kampf anschließt. Okay, aber er hat auf uns gewartet, so gesehen. Und er hat auf Leute gewartet, die denen aufgefallen ist, dass etwas Schlimmes in Gange ist. Naja. Okay. Ja. Genau, und da der Dämon zu stark ist und seine Kraft nicht reicht, hat er auf uns gewartet. Jetzt müssen wir mit dem weisen Baum sprechen. Okay, ne, wir haben keine Fragen. Big Sea of Trees. Westlich von hier, okay. Alles klar, gut. Das heißt, Spa hat sich jetzt meiner Truppe angeschlossen. Super. Und jetzt müssen wir natürlich neu formieren, aber wir lassen das einfach mal so, wie es ist. Na, mit Cat, mit Rent und mit Nina. Genau, Defense.
Passt schon. Und jetzt gehen wir hier raus. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Und erstmal von den Strapazen des Kampfes nochmal zu erholen. Ja, dann hat ja alles gut geklappt soweit. Ja, dann werde ich den Part jetzt gleich erstmal für beendet erklären, auf jeden Fall. Wenn ich hier alles gemacht habe, geschlafen, dann platziere ich mich draußen vor die Tür des Hotels. Und dann geht's in die, ja, in die Schlussworte für heute. So, da haben wir in diesem Part auf jeden Fall das erledigt, was wir erledigen wollten. Und dann heißt es für euch einen angenehmen, ruhigen Abend. Und ihr kennt das Spielchen. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Nur nicht unanieren, das wollen wir nicht. Ja, dann sage ich einfach mal bis bald, bis zum nächsten Part. Wascht euch die Hände, bleibt gesund und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis bald, euer Last Exit 1988. Tschüss.